Hallo YouTuber, heute möchte ich mal wieder was auspacken und zwar die Flycam DSLR Nano. Im Karton dabei ist eine ausführliche Aufbauanleitung in Englisch. Geliefert wird die Flycam in einer schwarzen Stofftasche. Da diese nicht viel hergibt, schauen wir gleich rein. Innen ist die Flycam in Einzelteilen ordentlich in Schaumstoff eingepackt. Dort liegt dann auch eine Anleitung in Deutsch. Ansonsten hält sich der übliche Papierwahnsinn in Grenzen. Was ich sehr gut finde, ist, dass ein kleines Tütchen mit Ersatzteilen, Schrauben und ein bisschen Werkzeug dabei ist. So wird alles mitgeliefert, was man braucht. Dann ist noch ein Gurt dabei, um die Tasche umzuhängen. Im vorderen Bereich liegt dann die Kameraplatte. Als zweiter liegt dann das Gegengewicht für die Kameraplatte. Ich habe mir die Flycam bestellt mit einer Schnellwechselplatte. Die liegt dann im hinteren Bereich der Tasche und nebenan dann das Herzstück, die Flycam selbst. So sehen dann die vier Hauptteile aus, die ich jetzt aus der Tasche rausgezogen habe. Bevor die Flycam zum ersten Mal einsatzbereit ist, muss man noch ein paar Handgriffe dran tun. Als erstes muss man dann mal die Kameraplatte mit der Flycam verbinden. An der Unterseite der Kameraplatte ein Zapfen mit einer Gewindebohrung, in der zwei Schrauben sind. Die Schrauben muss man dann erstmal rausdrehen, sodass nur noch der reine Zapfen übrig bleibt. Den kann man dann an die Oberseite der Flycam einstecken, sodass man durch die Löcher durchgucken kann. Dann kann man die Schrauben wieder eindrehen. Für Ungeübte noch ein Tipp: Da unter der Kameraplatte nicht viel Platz ist, nimmt man am besten den mitgelieferten Imbusschlüssel zur Hand, steckt sich die Schraube dort auf und dann kann man das bequem positionieren und einschrauben. Oben ist die Steadicam dann schon fertig, bleibt noch das andere Ende. Dort kommt ja bekanntermaßen das Gegengewicht hin. Nimmt man sich das zur Hand, stellt man fest, dass auf der Schraube der Gegengewichtsplatte noch eine Schutzmutter ist. Nimmt man die ab, kann man die Flycam einfach aufschrauben. Im Grunde genommen ist damit die Montage schon abgeschlossen. Und jetzt könnte man auch schon eine Kamera aufbringen mit einer der mitgelieferten Stativgewindeschrauben. Oder man bestellt sich schon gleich eine Schnellwechselplatte mit. Dann muss man nur einmal die ganze Hauptplatte wieder abnehmen. Dazu löst man dann die seitlichen vier Schrauben der Kameraplatte und kann das obere Teil der Platte dann abnehmen und kann dann die Schnellwechselplatte oder die Kamera entsprechend aufschrauben. Beim Aufschrauben der Schnellwechselplatte gebe ich euch einen Tipp. Bedenkt so ein bisschen, wo nachher der Schwerpunkt von der Kamera hinkommt und positioniert demnach schon die Schnellwechselplatte. Ansonsten bin ich jetzt fertig mit meinem kleinen Unboxing inklusive Montage. Nächste Woche möchte ich dann ein Review zur Flycam DSLR Nano abliefern. Über die Einstellung des Schwerpunktes von dem Teil gibt es, denke ich, schon genug Videos und es gibt da auch Leute, die können das besser erklären wie ich. Von daher möchte ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist aber auch, denke ich, in der Anleitung ganz gut erklärt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Für Fragen und Anregungen stehe ich euch in den Kommentaren bereit. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder mich sogar abonnieren möchtet, dann könnt ihr das hier tun. Unten empfehle ich euch noch das Review zum Kullmann Nanomax 400T. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis nächste Woche Sonntag.